So, die großen Serverprobleme bei diesem Offline-Titel sind nun endlich der Vergangenheit, gehören der Vergangenheit, wie auch immer. Wir starten wieder hier komplett am Anfang. Das ist unschön, aber das hat den Vorteil, dass wir hier nochmal in aller Ruhe gucken können, ob wir nicht doch was vergessen haben. Und ich hatte es richtig in Erinnerung, hier war noch irgendwas. DLC NPC Pack. Oh, bringt wahrscheinlich neue DLC NPCs ins Spiel. Oh, und hier. Stimmt, da waren wir schon. Ich weiß schon wieder nicht, ob ich hier überhaupt schon mal war, aber. Ja, natürlich war ich da schon. Huch! Bei Soda? Okay. Wo kommt das Schild auf einmal her? Das war doch vorher nicht da. Das war das Schild, was man eigentlich mehr als... bei Soda. Ja. Da haben wir wohl die Werbung freigeschalten. So, ja, was machen wir denn dann jetzt? Wow, ein Digital Store. Okay, der Mann ist weg. Cut Content Pack. This area should have been ready at launch. Alan, please add pack description. Ah, das ist jetzt die Welt, wo vorhin komplett leer war. Die haben sie einfach weggemacht und die müssen wir jetzt per DLC natürlich wieder dazu kaufen. Sehr witzig, machen wir natürlich. Und DLC NPC Pack. Explore the rich history and backstory of this characters. Okay, kaufen wir. Sehr cool. Jetzt sind hier überall diese bescheuerten Schilder. Solange da nicht irgendwie steht Coca-Cola oder sonst was. Nur Soda. Gut, dann laufen wir doch erstmal zu dieser neuen Welt. Unten haben wir immer noch den, den Goldgräber. So. Der sich jetzt aber mehr mit Laser beschäftigt. So, und wenn wir jetzt hier durchlaufen. Checkpoint. Oh, eine Welt! Alan, please add zone name. Heißt immer noch so. Aber sie ist tatsächlich gefüllt. Nein, Dorn. Hallo. Boah, wo kommst du denn her? Hier war noch nichts, als ich das letzte Mal da war. Ich weiß nicht. Schön. Jedenfalls haben wir wieder viele Münzen zum Einsammeln. Nein, was? Ich hätte gerne, ehrlich, wieder gerne meinen Double Jump. Mein Wall Jump ist auch nett, aber Double Jump ist manchmal praktischer. Da geht's. Haha, okay. Okay, man muss hier wirklich auch mittlerweile mitschneiden. Oder die Öffnungen aufschneiden. Nein! Gib mir diese Münze! Gib mir diese Münze! Münze! Nein! Verdammt! Noch ein zweiter runter. Sehr gut. Uah. Ich will doch hier gucken, ob hier irgendwelche Seitengänge sind und nicht so tief runterfallen. Ja. Das ist weit. Ja, das hat es jetzt hier vollgebracht. Dann gehen wir jetzt hier mal unten lang. Das ist viel. Viel neuer Content. Also es ist ein DLC, der hat sich mal wirklich gelohnt. Ganz viel Neues zum... Nein! Diese einzelnen Dinger, die sieht man nicht. Das ist... Also, man sieht schon, aber... Da müsste man ja aufpassen. Das ist... So. Besser. Okay, und da war ich schon. Da oben. Da ist auch eine Höhle mit Münzen drin. Da geht's ebenfalls durch.
Gut, 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 gut. Und hier unten ist erstmal nichts. Dann springe ich diesmal hier rein. Wow, das waren viele Münzen. Da geht's auch rein. Oh, noch mehr Münzen. Münzen! Ja. Also ich finde es gerade richtig witzig. Also, oh. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Stacheln absolut nicht mag. Da springe ich jetzt aber nochmal rein. So, das, den ersten Teil, den wir am Anfang gespielt haben, da war ich ja schon fast ein bisschen enttäuscht, weil es wirklich sehr einfach war und ich habe eigentlich auch in Erinnerung gehabt, in dem Trailer viel mehr von diesen DLCs zu haben. Und aber die kommen wohl jetzt erst alle. Und dass man dann doch gleich nochmal so eine Erweiterung kriegt. Na toll, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ach du liebe Güte. Nein. Gut. Gut, dass da unten ein Checkpoint ist, sonst würde ich nachher schwimmen. Boah. Nein, immer noch nicht. Nicht mal so einen Tick höher und dann wird es wahrscheinlich etwas besser funktionieren. Oh, verdammt. Ja. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. 10 Minuten lang mir zuschauen, wie ich hier diese Wand hochspringe und dann runterspringe und sterbe. Nein, das wollte ich auch nicht. So. Ja, aber ich will leider diese 2 blöden Münzen haben. Tut mir ja leid für euch, aber... es geht nicht. Muss echt ideal abspringen, das ist echt schwierig. Jetzt, komm schon, das war doch gar nicht so schlecht. Ja, noch eine. Oder? Ah, da ist noch eine einzige. Das ist fies. Ich bin an die Decke gestoßen. Das ist vor allem auch anstrengend für die Finger, ständig auf diese blöden Tasten zu drücken. Ich hätte gerne ein Jetpack oder so. Das wäre toll. Och. Junge, das ist, yay! Okay, ich habe gemerkt, ich springe natürlich weiter, wenn ich, die Sprungtaste gedrückt halte. Dann macht das schon etwas leichter. Okay, das war nur der versteckte andere Eingang. Was habe ich jetzt hier genau gewonnen? Ich habe noch kein DLC-Pack gefunden. Oder? Ich habe den komischen NPC gefunden. Oh, der war böse. Nein, jetzt bin ich wieder unten. Wie ärgerlich. Mit dem längeren Sprungtaste drücken macht's. Ist es, wollte ich gerade sagen, ist es natürlich auch einfacher, darüber zu kommen. Ich gehe jetzt den anderen Weg, das ist mir nämlich zu doof. War ich da oben schon? Ja. Och, jetzt. Ein bisschen mehr Konzentration. Bisschen mehr Konzentration. Dann könnte es vielleicht auch funktionieren. Das war nur... ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier hochzuspringen. Oh, das ist so verdammt knapp. Wenn wir jetzt einen Bart hätten, könnten wir uns so rasieren, aber... das ist, glaube ich, nicht der Sinn der Sache. Ich hätte gerne einen Checkpoint und der war ganz am Anfang vom Level. So, willst du immer noch nicht mit mir reden? Nein, will er nicht. Also wir haben jetzt hier nur Münzen gefunden. Okay, dann gehen wir hier erst nochmal weg. Denn wir müssen ja nochmal da gucken, wo die Schafe waren.
Denn da wurden wir ja. Oder haben wir doch irgendwas gefunden? Nö. Ich finde schön, dass jetzt hier dieser Computer steht. Dann geht das Ganze nämlich etwas schneller und ich muss nicht immer mit dem Shopkeeper reden. So. Nach. So. Aha. Okay. Applies to player. Status. Okay, ich darf nicht rein. Reason, let's see you buy your way out of this one. Time until burn is lifted. Never. Shopkeeper. Name change pack. Ah, ich kann jetzt meinen Namen ändern. Haha, haha. Okay, ich heiße Player und ich heiße jetzt gleich anders und dann laufe ich da durch. Das wäre toll. Wahrscheinlich heiße ich dann Player 2 oder so. Ich habe genügend Münzen. Band, better chance, your name. Genau, wie ich gesagt habe. Please enter a new name. Ich wusste, ich habe nichts eingetippt. Ich habe nichts eingetippt. Oh, Player 2 gibt's schon. Just, ich will nicht. Nein, 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 nein. Toll. Nein, so wollte ich nicht heißen. Ja, das ist ein schöner Name. Leider kann ich mir meinen Namen nicht merken. Ob man so einen Namen registrieren könnte? Name, new player, welcome. Hallo. Das ist ein Blödsinn. Turn back, great danger. Ja, das hatten wir ja schon. Save point. Und hier sind jetzt wieder die ganzen Schafe, die fressen immer noch. Ich kann reden. Cranes. Sehr schön. Okay, die heißen alle Dolly und eine Notiz. Ich habe den Weg blockiert und dieses Mal werde ich dir nicht das DLC verkaufen, das dir helfen sollte. Shopkeeper. Denk nicht mal dran, dass du nach einer Axt suchst. Gut, damit ist relativ klar, was wir machen müssen. Wir sollen nicht daran denken, uns unser Werkzeug zu holen. Dementsprechend denken wir nicht dran und gehen einfach hin und holen es ab. Gott, wie kam ich da nochmal hin? Da ging es, glaube ich, schneller. Cave Zone, Cave Zone, Cave. Nein! Ich hasse diese Dinger, ich hasse sie. Jedes Mal. Oh ne, jetzt bin ich da oben wieder. Brillant, brillant. Dann nochmal runter. Links, rechts, geradeaus. Ich muss immer noch hier lang gehen. Ich muss jetzt diesen Double Jump machen. Und nicht da reinfallen. Nicht da reinfallen. Nicht da. Jetzt über dieses Soda-Zeug ist. Ich bin mal gespannt, ob es ein Pack gibt, wo man mit die Werbung entfernen kann. Hallo, ich will dieses Ding haben. Das sieht perfekt um eine Packex. Oh, da ist keine. Stimmt. Gib mir sie. Ich muss Steine kaputt machen. Gib sie mir, die ich mir ausleihen kann. Ich will sie mir ausleihen. Na, natürlich will er erst was haben. Was will er denn haben? Das ist ein Mann in der Urban, please add so name. That has something of mine. Okay, das ist der Typ, der zuvor nicht da war und der sich an nichts erinnert. Na gut, dann gehen wir da wieder hin. Ich weiß, wo das ist. Ich finde es sehr interessant, dass ich bei den Texten, die eingeblendet werden, wenn ich mit den Leuten rede, immer noch Player heiße. Dabei habe ich doch jetzt so einen schönen anderen Namen. Ach Gott. Nein, falsch. Tja.
Aber schau mal, was wir hier für schöne Partikeleffekte haben. Habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Wenn wir laufen, haben wir da staubt's. Das war hier. Dark Zone. So, dann sind wir hier bei dem netten Mann, der uns irgendwas gibt, was dem anderen Typ gehört. Aber das machen wir auch wieder im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.